Geht jetzt? So, das Mikro geht jetzt. Lustig. Ich fand meine Redezeit wohl ein bisschen kurz. Ja? Aber ich wollte euch mal was sagen, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und zwar wollte ich anführen zu meinen letzten Worten von wohin. Ihr, die deutsche Gesellschaft, müsst euch endlich davon lösen, dass ihr an allem schuld seid. So ist es nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Folge des Zweiten Weltkrieges, die Opfer, das ist das palästinensische Volk. Aus den Opfern von damals sind die Täter von heute geworden. Das ist eine ganz wichtige Info. Amigo home. Ha, ich find's cool. Ich find, der Ami alleine soll nicht nur alleine nach Hause gehen. Da gibt's noch eine Menge andere. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. In Berlin? Beim Senat? Beim Buschkowski? Bei dem, wie heißt der, Busbach? Und. Leute, wir wollen jetzt marschieren. Ich marschiere mit euch mit. Egal wie wir sind, egal wie viel wir sind, egal ob wir 5, 10 oder 15 Leute sind, tut mir alle einen Gefallen. Lasst euch von niemandem provozieren, marschiert friedlich und seid dabei. Wir sind hier für die Freiheit und für den Frieden. Wir unterstützen keine gewalttätige Handlung. Wir distanzieren uns von jedem, der hier in den Reihen ist und meint, Gewalt erzeugen zu müssen. Das hat bei uns nichts zu suchen. Diese Leute filter ich persönlich aus. Und ich kann es immer wiederholen. Ein Löwe kommt nicht allein. Ein Löwe hat immer sein Rudel dabei. Und deswegen bitte ich euch, haltet durch, auch wenn das Wetter mistig ist. Es kommt auch wieder Sonne. Für die Freiheit, für den Humanismus, für uns und für die Orga, für Frank, für Maike, für die Bandbreite, für Wollner, für all die, die sich die Mühe gemacht haben, die Bühne aufzubauen und euch diese Plattform zu bieten und uns diese Plattform zu bieten. Dafür einen herzlichen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ich als Palästinenser akzeptiert bin in einer Gesellschaft, die es schwer hat, sich gegen Vorurteile wehren zu müssen, wenn sie kritische Punkte ansprechen. Und deshalb einen riesen Dank an euch. Ich bin stolz auf euch. Marschiert, marschiert und tut mir einen Gefallen. Haltet durch. Wir schaffen das gemeinsam heute. Wir lieben euch. Ich liebe die Menschen. Nur die Menschen. Der Mensch steht im Vordergrund. Habt ihr das verstanden? Ich lebe es euch vor, macht es nach und ihr werdet sehen, dann kommen wir weiter. Egal, was die Kritiker sagen. Egal, was sie sagen, die Kritiker. Ich nehme sie für euch auseinander. Egal, wer es ist. Egal, wer es ist. Ich zersplitte ihn in seine Einzelteile. Argumentativ und sachlich. Egal, was sie in uns reinigieren wollen und hineinsuggerieren wollen. Also, macht euch bereit, stellt euch auf, seid friedlich, schwenkt die Fahnen und zeigt Deutschland, zeigt der Gesellschaft, dass wir eine friedliche Organisation sind und gegen Rassismus, gegen Diskriminierung dastehen und für den Menschen hier sind. Habt ihr das verstanden? Bitte, Leute. Ich will euch sehen. Palästina dankt euch, Gaza dankt euch. Weiß zwar nicht, was Alea ist, aber sagt ruhig Alea! Das heißt ja! Okay, der Marsch setzt sich jetzt in Bewegung. Schließt euch da an, lasst alle mit! Großen Rücken, ja? Alle mit? Okay. Okay, alle mit. Bevor wir uns jetzt weiter verquatschen, die Haru filmt hier alles fleißig, schneidest du raus. Leute, danke schön. Stellt euch alle koordiniert an. Wir machen mit Palästina weiter. Ich stehe jetzt hier als die Bandbreite mit dem Torben und wir spielen einen Song, der auf den Erfahrungen des Mannes beruht,
der gerade hinter uns steht, Christoph Hörstel. Und wir haben seine Impressionen, die er uns mitgebracht hat, als er damals beim Viva Palestina-Konvoi als einziger Deutscher dabei gewesen ist. 2008, 2009 ist das gewesen im Winter. Und der sich die Zustände angesehen hat. Und vielleicht erzählt er euch, nachdem wir das beschrieben haben im Song Palästina, auch nochmal genauer, wie das war. Ihr müsst zuhören da hinten. Ihr müsst euch die humanitäre Lage zu Gemüte führen. Es geht nicht darum, irgendeinem Antisemitismus zu frönen. Es geht darum, die Lage der Palästinenser in diesem Land zu verbessern. Das Ding ist einfach hart, weil alles ganz knapp ist. Mir scheint völlig klar, wir müssen was in der Gegenarbeit tun. Es warten tagelang schon vor der Grenzstation Rafah. Familien in Wüsten sind auf die Rückkehr nach Gaza. Ja, man nutzt es zur Vertreibung einen geschickten Trick und lässt sie ins Gefängnis Gaza einfach nicht zurück. Entrückt der Blick, als wir in unseren Bussen von den Grenzern gezwungen, unsere Türen zuzulassen. Erfassen das Bild, was sich boten nach dem Halt. Notleidende, kärglich bekleidete Gestalt, deren Schall dann dumpft durch die Fensterscheiben dran. Wir verdammt ohnmächtig durch die Scheibe zu starren. Und ein Kind fing dann in seiner Mutter zu weinen an, als über meine Wangen gleich ein Fluss von Tränen ran. Ich sah mich um, Ohnmacht machte uns die Seelen schwer und unser Bus versank in einem Tränenmeer. Was soll er quälen hier? Wer sorgt für diesen Druck? Seit ein Muslim in Uniform auf seine Brüder spuckt. Drei Tage lang ließ man uns in der Hitze schmoren. Ich fragte mich, sind denn die Ägypter so verbohrt? Forcieren die Blockade ihre eigenen Glaubensbrüder? Tja, es kommt Druck auf Geheiß des Weißen Hauses rüber. 10.000 Drüben harten in der Hitze auf, warteten uns zu empfangen, doch wurde leider nichts daraus. Man pickte sich die Fahrer raus, nahm ihnen die Führerscheine und versuchte so, sie zur Umkehr anzutreiben. Wir würden niemals weichen, nahmen die Busschlüssel und würden da bleiben, selbst wenn wir zurück müssten. Allahu Akbar schreien jetzt Amerikaner. Lass die Schikane sein und lass uns endlich rein nach Gaza. Endlich nach drei Tagen öffnen wieder Tor, gaben 24 Stunden bis zu unserer Rückkehr vor. Wir packten 100 Koffer, sie blockierten unsere Wagen und ließen uns all das Gepäck über die Grenze tragen. Hoffnung vergraben unter Wüstensand, du Paradies im Mittelmeer. Medizin und Nahrung fanden ihre Rezipienten. Palästinenser nahmen uns die Waren aus den Händen. Völlig am Ende und doch ein Lächeln im Gesicht. Übermannte uns der Schlag doch allzu lange nicht. Die Landschaft ist der stumme Zeuge der Verwüstung. Umarmt uns zu ihrer unbarmherzigen Begrüßung. Es ist noch früh und der Bus geleitet uns durchs Land. Kein Gebäude, wo noch ein Stein auf dem anderen stand. Jede Wand durchsiebt von Hunderten von Schüssen. Strom, Wasser, Gas, Leitungen, alles ist verwüstet. Es gibt keine Särge, es gibt keine Spaten. Es gibt Tote, die seit Tagen in der Sonne lagen. Voller Unbehagen, seh auf schwarze Leichname. Hohle Hüllen und innen fehlen Weichteile. Welche Waffen waren das, die jetzt zum Einsatz kamen? So berichtet mir ein Arzt aus seinem Einsatzwagen. Der Mann erlebte noch und er war schwer verletzt. Doch seine inneren Organe waren schon zersetzt. Er ist ein Testgebiet für neue Folterwaffen. Wie macht seitdem des Nachts das Bild in seinen Träumen zu schaffen? Hager Land, Kriegsordnung und Genfer-Konvention sind im Gazastreifen Fremde, die woanders wohnen. Es ist ein anderer Mond, der über Gaza steht, wenn sich das Elend nachts im Ghetto spät zu Bette legt. Hoffnung vergraben unter Wüstensand, du Paradies am Mittelmeer. Leute in den Armen, die sich jahrelang nicht sahen.
Tränen trocknen nicht und doch sind die Herzen warm. Wir erfahren von dem Wahn, der geschah über Weihnachten, als Bomben und Kugelhagel über sie hereinbrachen. Sie klein machten ihnen ihre Basis, nahm es fehlt an Essen, Wasser, Strom, Gas, einfach an allem Mann. Hamas zu meiden war zuvor unsere Maxime. Jetzt stehen wir da und lauschen Ismail Haniya. Terrorisierer, ein paar von uns sind schon begeistert. Was des einen Terrorchef ist, des anderen Bürgermeister. Würdig reiste mit uns ein jüdischer Rabbiner, der nun mit seiner Tora auf dem Podium erschien war. Wie sah Haniya nun diesen Mann an? Und was er sprach, fand an allen Enden Anklang. Es geht nicht an, was man hier mit euch vorhat. Es ist verboten, so sagt es unser Buch, die Tora. So waren Moslems, Juden und auch Christen, Amerikaner, ich als Deutscher, ein paar Briten für den Frieden Palästinas in perfekter Eintracht. Ein Beispiel leider, dass in vieler Geist nicht reinpasst. Weiter in den Norden mit den Bussen übers Land. Zerstörte Orte, Moscheen, eins gesetzt in Brand. Entfahren mit den Familien in Zimmern aus Trümmern. Stets befangen sich um das Nötigste zu kümmern. Es kämpft die Gegenseite vehement im Wiederaufbau. Blockieren Baustoffe und Palästinas Seele Raubbau. Ich glaub's kaum, dies bizarre Paradies, was hier am blauen Mittelmeer wie in Ruinen liegt. Wem obliegt es, den Himmel wieder herzustellen? Die Schwingung zu versöhnen, wieder mit den Meereswellen. Oh bitte, wer erhält Gemüter, lässt sie wieder scheinen. Lieber Friede, kehr doch bald in Palästina ein. Hoffnung vergraben unter Wüste. Solidarität mit Israel, schön und gut. Aber solidarisiert euch doch mit den Linken in Israel. Nicht mit dem Liebermann an der Netanyahu, die Muslimen die Köpfe abschlagen wollen. Das ist doch Panne. Da könnt ihr nicht ernsthaft für sein. Leute, bitte schaltet euer Gehirn an. Es wäre so schön, wir könnten hier für eine gemeinsame Sache stehen. Und da glaube ich immer noch dran. Ja.